Yo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Schwert. Wie ihr sehen könnt, es ist mittlerweile ja, ziemlich dunkel geworden. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich es abends aufnehme. Ist das hier mit der echten Zeit verbunden? Ich weiß das gar nicht so genau, um ehrlich zu sein. Aber ich meine, als ich den letzten Part beendet habe, da... da war es noch Nachmittag hier im Spiel. Okay, ich sehe gerade, hier gibt es auch verschiedene Gebiete in der Naturzone. Hier wäre der Milzersee. Und hier wäre... Wären die Wonnewiesen. Okay, kann ich eigentlich in das Wasser rein? Nee, kann ich nicht. Ich müsste quasi außen rum gehen. Okay. Was haben wir hier? Felinus hätten wir hier. Okay, was ist das? Schnäppke? Oder was soll das sein? Ja, tatsächlich. Ein Schnäppke. Okay, eigentlich ganz cool. Ich weiß jetzt mittlerweile auch von euch, dass ihr möchtet, dass ich die Pokémon natürlich nach euch benenne. Das war mir auch schon klar, dass ihr das wollt. Aber ich warte jetzt erstmal ab bis zur ersten Arena. Weil ich dann mich da erstmal entscheiden werde, welche Pokémon ich überhaupt in mein Team aufnehmen werde. Dann machen wir das dann da in diesem Pokémon-Center quasi. Und meine Stimme ist, ihr merkt es vielleicht, noch schlechter geworden als zuvor bereits. Also, ich weiß nicht, ob es die beste Idee ist, momentan aufzunehmen. Aber ich habe Bock drauf. Also, falls ich hier während des LPs sterben sollte, wäre zwar blöd, aber auch gut für die Klicks. Von daher, immer alles von der positiven Seite aus betrachten. Oh, hier haben wir so einen Kaulquap oder wie auch immer das hieß. Hier, das Eis-Pokémon. War übrigens damals mein erstes Pokémon, mein erstes Shiny-Pokémon in Pokémon X. Das Gelatini hier. Oder Gelatini oder wie auch immer. Das war damals mein allererstes Shiny-Pokémon in Pokémon X und Y. In einem Schwarm sogar. Ein Schwarm von irgendwie 5 Pokémon. Da war es dann dabei. Das war ziemlich interessant. Ich frage mich auch schon, ob wir hier... im Spiel ein Shiny-Pokémon sehen werden. Ja gut, wir sollen jetzt zur Engine City, ne? Das ist ja wohl die Stadt dort drüben, oder? Oh, wer ist das denn hier? Oh, ein Gyarados. Ich habe da was an Land gezogen. Und zwar was unglaublich Tolles. Für nur 100 Watt wäre ich bereit, meinen tollen Fang an dich abzutreten. Hä? Okay. Greifst du zu? Okay. Wow, diese Entschlossenheit. Hier hast du meinen tollen Fang, wie versprochen. Ach so, ich dachte, jetzt kommt ein Pokémon. Eine Riesenperle, okay. Eine relativ große Perle, die in einem schönen Silber funkelt. Sie ist von hohem Wert. So, es wird Zeit, den nächsten tollen Fang an Land zu ziehen. Also man braucht den Wattkram hier quasi für die NPCs und die geben einem dann was dafür, oder was? Also ich finde das schon ziemlich nice hier mit der Open World. Ist ziemlich cool, die Pokémon dabei zu beobachten, wie sie hier in ihrem Habitat rumschwimmen, rumlaufen. Also schlecht ist es jetzt nicht. Besser als ich dachte. Weil das so schnell auch wieder despawnen hier, wenn man weiter weggeht, ist ein bisschen... Also das ist wirklich nicht ganz so schön. Muss man leider doch so sagen. Na gut, könnt ihr nochmal so einen Kampf machen gegen einen Boss, aber nee. Das will ich momentan eigentlich gar nicht. Ich möchte jetzt nämlich erstmal zum... Oh no, nicht den. Den mag ich gar nicht. Ich möchte jetzt erstmal den ersten Orden haben. Ich habe auch von einigen gehört, dass die Arenen hier leider so ein bisschen gespammt werden in dem Spiel. Ich hoffe, das stimmt nicht, aber wir werden sehen. Ich habe was an Land gezogen. Und zwar was unglaublich Tolles. Ist es ein Mann oder eine Frau? 500 Watt wäre ich bereit. Ja, komm. Oh, 2 Riesenperlen. Das heißt, der andere Typ hat mich abgezockt. The fuck? Aber okay. Was war das? Okay, hier gibt es eigentlich ziemlich viele coole Pokémon, ne? Ich habe so das Gefühl, dass hier vor allem alte Pokémon unterwegs sind. Ist vielleicht dafür... die Naturzone hier gedacht? Die Naturzone quillt gerade über von Energie, die man als Watt bezeichnet. An diese Energie gelangst du durch leuchtende Pokémon-Nester sowie über leuchtende wilde Pokémon. Leuchtende wilde Pokémon? Hä? In der Naturzone triffst du zudem auf Trainer, die dir allerlei Items im Tausch gegen Watt überlassen. Ja, die haben wir schon gesehen. Die Trainer. Was ist das hier? Achso, nochmal, hier, Dingens. Kenn den Namen gar nicht, ey. Den Namen sollte ich kennen, aber ganz ehrlich, 5. bis 7. Generation kenne ich mich nicht so aus. Muss ich leider doch so sagen. Leider, leider. Wir könnten hier noch weiter erkunden gehen, ne? Ich habe ja schon mal gesagt... Oh, oh no. Oh no. Ich glaube, es ist wirklich ein Zeichen für mich, dass ich umkehren soll. Hier ist wirklich nur noch Müll. Okay. Begeben wir uns mal nach dort oben. Ah, warte mal, hier haben wir noch Leute. Gleich 2 direkt. Okay, wer bist du? Wie kann ich dir helfen? WLAN. Ach so, Wattladen. Oh... Wirft man ihn in ein Pokémon-Nest, taucht ein Dynamax-Pokémon auf. Ach, tauchen nicht immer Dynamax-Pokémon dort auf? Weil wir hatten ja das erste Mal, dass wir es gemacht haben, direkt ein Dynamax-Pokémon gehabt. Aber vielleicht hatten wir da nur Glück.
TP, 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 TP. Hm. Der Camping King. Und ich sehe hier immer nach dem Rechten, okay. Ich weiß, dass aller Anfang schwer ist, so, also kannst du mir rund ums Pokécamping ruhig Löcher in den Bauch fragen. Womit kann ich dir beim Pokécamping zur Hand gehen? Ah, okay, hier könnten wir die Zeltfarbe ändern oder den Currydex bewerten, aber das haben wir alles noch gar nicht gemacht, ne? Vielleicht sollten wir es mal eben machen. Ich würde mal ganz gern wissen, wie das hier funktioniert mit dem ganzen Kram. Hier, Pokécamping. Was nu? Kostet das Geld oder so? Nee, aber hier sind meine Pokémon. Pokécamping. Beim Pokécamping kannst du mit deinen Pokémon spielen und mit ihnen essen, um so eure Freundschaft zu vertiefen. Wenn du viel mit deinen Pokémon spielst, kann es sein, dass sie sich im Kampf sogar noch mehr für dich ins Zeug legen. Spiele mit deinen Joy-Con-Controllern. Entferne einen Joy-Con... Oh nein, ich will aber nicht... Oh, die Joy-Cons will ich nicht benutzen. Vom System und schwinge ihn, um deinen Pokémon einen Ball zuzuwerfen oder den Pokewedel zu schwingen. Bist du geschickt im Umgang mit dem Pokewedel, kannst du die Aufmerksamkeit der Pokémon erregen. Schlägst du in der Naturzone dein Pokécamp auf, kannst du dort mit bis zu 3 anderen Trainern spielen. Es kommt vor, dass Leute und Pokémon, denen du noch nie zuvor begegnet bist, dein Camp besuchen. Oh, das ist die perfekte Gelegenheit für neue Bekanntschaften. Ist das dann quasi live? Also, wenn ich jetzt hier gerade in meinem Camp bin und jemand anderes kommt dazu, kann ich den dann sehen? Das wäre ja interessant. Spielzeug zücken? Hallo? Will jemand spielen? Ich habe jetzt hier meine Joy-Cons nicht ausgerüstet. Ich war darauf irgendwie nicht vorbereitet. Oh, ja doch, das hat funktioniert. Der ist auch vollkommen verwirrt. Hä, was ist das für ein Scheiß, ey? Ja, komm mal her. Ah, ja, der kommt, der kommt, der kommt. Komm her, Alter. Ja, es kann sich nur noch um Stunden handeln, ich weiß. Ich kann es mal ein bisschen schneller machen. Ich mach dich mal eben sauber. So, hier. Oh, ich dachte, der macht jetzt Tackle auf mich, aber nee. Der hat sich gefreut anscheinend. Und da tackelt er mich immer, oder was? Ich muss sagen, das Pokémon gefällt mir aber sehr. Ich weiß nicht, wie die letzte Entwicklung so aussehen wird, aber im jetzigen Zustand gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Ja, ich brauch nicht aggro sein, Alter. Ich komme. Alter, oh. Mache ich das richtig? Ich habe das Gefühl, die sind ziemlich aggro auf mich. Ja, okay. Haben wir noch ein anderes Spielzeug? Pokebälle. Soll ich das vielleicht etwas weiter wegwerfen? Ich weiß nicht, wie du das so tragen kannst, aber okay. Kannst du... Geh mal her, so. Warte mal, ich werf mal dort hinten hin irgendwo. Ja, das war Mega-Wurf, Alter. Mädchen und Werfen, ne? Das war damals bei den Bundesjugendspielen immer schon eine Katastrophe, du. So, hier, kannst du das mal irgendwie weiter wegwerfen? Ja, gut, das war jetzt ein bisschen besser vielleicht, aber... Leute, da ist ein Ball. Könnt ihr den vielleicht mal holen gehen? Hinter dir! Hallo? Da ist hinter dir ein Ball, du sollst den holen gehen. Reden? Ich kann mit dem reden? Raffel ist in Spiellaune. Wie geht's? Los, spielen gehen? Schon gut. Ja, geh mal spielen. Hol mal den Ball. Der ist hinter dir. Ja. Ja, dann halt nicht. Wenn alle keinen Bock hier habt, dann halt nicht. Ich kann auch ranzoomen, wenn ich denn wollte. Ja, okay. Her damit. So, kann ich jetzt... Gibt's noch irgendwelche Spielzeuge? Ne, nur diese 2. Okay. Kochen. Machen wir mal das. Bereite ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Ja gut, an sich sind doch Beeren auch Zutaten, oder? Naja. Je hochwertiger die Lebensmittel sind und je mehr Beeren du ins Essen gibst, desto besser schmeckt es. Hm. Nutze den Fächer, um das Feuer zu regulieren, sobald du mit dem Kochen beginnst. Rühre dann alles mit der Schöpfkelle um und gib dabei Acht, dass du nichts verschüttest. Mit der nötigen Prise Liebe und dem perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für deine Pokémon. Okay. Also so eine Art Minispiel oder was? Ist das Gericht fertig, heißt es für alle Essen fassen. Die gemeinsame Mahlzeit hat diverse Effekte auf die Pokémon in deinem Camp. Sie stellt zum Beispiel ihre KP wieder her oder macht sie dir gegenüber zutraulicher. Oh, okay. Ja, dann würde ich mir das mal gern anschauen hier. Kochen wir mal was. Ja gut, da stand ja, dass umso mehr wir reintun, dann wird's auch besser. Aber soll ich das wirklich machen? Ich meine, wir haben ja nicht so viel. Ich kann irgendwie nicht nach rechts drücken. Ich kann gerade... Kann nicht auf die Beeren zugreifen, oder? Nee, das geht irgendwie nicht. Wenn ich nach rechts drücke, passiert gar nichts. Na gut. Packen wir mal hier Toastbrot rein, ja. Ach so, jetzt kommen die Beeren. Ach so, kann ich nur 2 mischen jeweils? Ach so, Amrena-Beere, so. Ach so. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, gecheckt. Man kann eine Zutat von links und dann... Beeren ist anscheinend unendlich oft, oder was? Es scheint fast so.
So, hier machen wir mal so. Mal gucken, was passiert. Ich bin fertig. Wie starte ich das jetzt? Okay, so. Rein damit! Und das Brot. Was auch immer das dort drin macht. Los geht's. Luft zu fächeln. Achso, auf A. Oh. Ah, okay. Auf A. La 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 la. Mach ich das richtig? Sollten wir nicht vielleicht mal ein Feuer anmachen? Achso, ich muss das schneller machen. Glaube ich. Ah, okay. Ich dachte, das muss ich hier einmal, dass es hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter geht, aber nee. Das könnte man durchaus schneller machen. So, hier gut umrühren, ja. Also mit den Joy-Cons geht das, glaube ich, hier deutlich leichter als mit dem Stick. Aber naja, ich habe es gerade halt nicht besser hier zur Auswahl. Von daher, vielleicht dann beim nächsten Mal, okay? Was soll das da drin sein? Das sieht nicht wie Beeren aus und das sieht auch nicht wirklich wie Brot aus. Aber okay. Was ist das denn hier? Xenoblade oder was? So, rein damit. Das sollen wir jetzt essen. Schmeckt das denn überhaupt? Guten Appetit. Ja, die sind auf jeden Fall alle schon neugierig, von daher. Scharfes Toast Curry. Aber wenn man das Brot mitkocht, dann bleibt das niemals in der Form, Alter. Okay. Sag mal, schmeckt's dir, Käfer-Pokémon? Anscheinend, ganz vorzüglich. Güteklasse, wohin genau? Okay. Was soll das heißen? Die Hälfte der KP wurde wiederhergestellt. Deine Team-Pokémon haben einige Einige Erfahrungspunkte erhalten. Deine Team-Pokémon sind etwas zutraulicher geworden. Ja, das hatte ich mir jetzt so nicht vorgestellt. Ich dachte nicht, dass sie dann Erfahrung bekommen würden, aber okay. Ja gut, so viel war es jetzt auch nicht, aber trotzdem. Erfahrung brauchen wir wirklich überhaupt nicht. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Na gut, dann wollen wir jetzt mal hier in Engine City reingehen und ich bin gespannt, ob es jetzt hier die erste Arena gibt. Müsste ja eigentlich so sein, oder? Ich habe es ja schon mal erwähnt, aber jetzt werden angeblich die Arenen so ein bisschen gespammt. Aber ich hoffe wirklich, dass das nicht stimmt. Ich möchte nicht, dass sie hier keine großen Routen oder Höhlen eingebaut haben. Das wäre sehr schwach. Das hier ist also Engine City. Sieht ganz nice aus. Oh, da haben wir Giga-Dynamax Glurak auf dem Plakat dort. Ist das eine Arena? Ich glaube ja. Das könnte sehr interessant werden. Es ist eine große Stadt, oder? Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Champion in Galar quasi Heldenstatus genießt. Die Leute hängen förmlich an seinen Lippen und verfolgen alles, was er tut. Ja, ich merke das schon, du. Die sind alle richtig süchtig nach dem. Unfassbar, wie riesig diese Stadt ist. Ich muss immer wieder meine Karte zücken, um mich nicht zu verlaufen. Ja, ich muss sagen, die Stadt ist verdammt groß. Also, beeindruckend. Ich hoffe, die anderen Städte sind auf einer ähnlichen... sind einer ähnlichen Größe. Das wäre ganz cool. Picotilla haben einen wahren Putzfimmel und nutzen ihren Schweif als Staubwedel. Pokémon haben es echt nicht leicht. Erst müssen sie sich ganz klein machen, um in die Pokébälle zu passen. Und dann werden sie durch die Dynamaxierung riesengroß. Ja, es ist bis heute noch ein Rätsel, wie die Pokémon überhaupt in die Pokébälle passen, ne? Fragen über Fragen. Oh, Salia. Hey, hallo. Was machst du denn hier? Du hast es durch die Naturzone geschafft, was? Nicht schlecht. Dein Team ist jetzt sicher ziemlich erschöpft. Los, gehen wir ins Pokémon-Center. Ich meine, ich habe gerade Curry gegessen, aber okay. Wenn du kurz Zeit hast, zeige ich dir da auch etwas, das dich als Trainer bestimmt interessiert. Okay, eine Neuerung? Oder was? Das haben wir eigentlich alles schon gesehen, oder? Ich glaube schon. Oh, schau mal. Rotomina ist gerade frei. Rotomina? Rotomina ist eine Kurzform für Rotom Terminal. Das sind nützliche Geräte für Trainer. An ihnen kannst du unter anderem das Design deiner Ligakarte individuell gestalten. Bastel doch einfach mal ein bisschen an deiner Ligakarte herum. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Ach, das war schon aus ab. Ah, wir haben jetzt unsere... Du erhältst die Ligakarte von Delion? Das ist aber nicht Delion, Alter. Das ist Zania. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Du kannst das Design deiner Ligakarte mit Hilfe der Kartomaten, die du in den Pokémon-Centern von Galar findest, individuell gestalten. Wenn du deine Ligakarte anpasst, werden die Angaben darauf automatisch aktualisiert.
Jeder Trainer besitzt seine eigene Ligakarte, die er über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern tauschen kann. Wenn du über den X-Knopf das Spielmenü aufrufst, kannst du die Ligakarten ansehen, die du bereits erhalten hast. Dir ist bestimmt nicht entgangen, dass Engine City ziemlich groß ist. Aber kein Grund zur Sorge. Wenn wir wieder draußen sind, erkläre ich dir, wo hier was ist. Vergiss nicht, vorher dein Team heilen zu lassen, okay? Ich meine, mein Team ist vollkommen geheilt, aber okay. Ach ja, die Eröffnungszeremonie, das weckt Erinnerungen. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal den Kampfplatz eines Stadions betreten habe. Mann, war das ein überwältigendes Gefühl. Wenn ich daran zurückdenke, spüre ich wieder dieses Kribbeln im Bauch. Hat sie nicht was gesagt, dass sie ja nicht so ganz ernst sind mit dem Trainieren und so? Ich dachte eigentlich, sie wäre jetzt irgendwie nur Forscherin, aber okay. Und hier kann ich das jetzt machen. Hier beim Kartomat. Habe ich jetzt wirklich die Karte von Deleon bekommen? Kann ich mir die irgendwo anschauen? Gut, machen wir erstmal hier eine eigene Karte, würde ich sagen. Nehmen wir mal das hier. Wir kommen hier aus der Stadt etwa. Nicht so ganz, aber so halb. Effekt. Naja. Das hier gefällt mir eigentlich noch am besten. Nehmen wir mal das. Rahmen. Oh, das sieht echt... Oh, pff, nee, das mag ich nicht so. Man kann sagen, cool, weil Evoli drauf ist, aber so in dem Style gefällt es mir jetzt nicht so. Nehmen wir mal das hier in blau. So. Ah, das war's noch nicht, oder? Ich kann nur noch auch die Pose und so anpassen. Ja, genau. So. Kann ich irgendwie zoomen? Ach hier, warte. Modus wechseln? So? Ah ja, genau. Okay. Ist ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt, der Kram hier. Ich meine, ist natürlich jetzt nicht die geilste Neuerung ever, aber kann man schon vorstellen, dass es da einige Leute gibt, die voll auf sowas hier abfahren. Okay, Gesichtsausdruck ändern. Okay, was nehmen wir denn mal? Wir können die Agro-Pose nehmen, ne? Nehmen wir mal die Agro-Pose hier. Oder so? Machen wir so. So, und dann noch irgendwas? Achso, hier ist Pose. Ich hatte gerade Gesichtsausdruck natürlich. So. Machen wir mal so. Das ist eigentlich ganz cool. So. Oh, glänzende Beschichtung. Kostet kein Geld. Hä? Warum steht dann überhaupt das Geld dabei, wenn das kostenlos ist? Okay, meine Karte ist natürlich hier eine Holo-Karte, okay? So. Um Regen musst du dir keine Sorgen machen. Unsere Ligakarten sind nämlich wasserfest. Wo kann ich mir jetzt alle meine Karten anschauen? Ah, hier. Direkt hier im Menü. Okay. Album. Schauen wir mal hier. Ja, wir haben tatsächlich die Karte von Deleon bekommen. Mit seiner Unterschrift sogar drauf. Okay. Ist ja eigentlich ziemlich nice. Kartencode. Ach so, nee, brauchen wir nicht, oder? Aber warte mal. Könnt ihr dann vielleicht meinen Code kopieren und dann kriegt ihr die? Oder wie ist das? Weil ich meine, da steht ja Kartencode. Von daher stellen wir mal irgendwie die Verbindung her und gucken dann, was so passiert. Ja, das dauert aber ganz schön lang, du. Was ist hier los? Kein Internet? Okay, jetzt. Ich würde gerne meine Ligakarte teilen. Ich dachte, ich kriege jetzt einen Code. Aber ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Ah doch, hier. Teilst du deinen Kartencode mit anderen Spielern, können diese deine Ligakarte erhalten. Ja, wenn ihr meine Karte haben wollt, könnt ihr hier diesen Code eingeben und dann habt ihr meine Ligakarte. Ich weiß nicht genau, warum ihr das machen würdet, aber es ist theoretisch möglich. So, Karten empfangen wollen wir nicht. Deswegen passt das so durchaus, würde ich sagen. Wir sollten ja auch vielleicht mal in den Shop gehen und etwas kaufen. Oh, wobei, ich merke gerade, wir haben überhaupt kein Geld. Von daher, nee, vielleicht doch nicht. Hier vielleicht noch irgendwas? Hier gibt es noch weitere Bälle, aber wie gesagt, keine Kohle. Was ist mit den Leuten hier? Hey du, wenn du ein Skoppel dabei hast, würdest du es gegen meinen Raffel tauschen? Ich habe schon einen Raffel. Deswegen, nee, aber vielleicht entwickelt sich Raffel nur per Tausch, keine Ahnung. Die beiden Verkäufer da drüben bieten ganz unterschiedliche Waren an. Dabei sehen sie sich so ähnlich. Die sehen sich, also, das sind eineige Zwillinge, da kannst du mir doch nicht sagen, du. Ich wollte noch mit den anderen beiden reden. Warte, Sanya, ich komme gleich. Ich komme gleich, okay? Erstmal noch mit den beiden hier reden. Wenn du ein Pokémon fangen willst, solltest du es zuerst schwächen.
Versuch doch mal, seine KP zu verringern oder es mit einer Attacke in Schlaf zu versetzen. Ja, das sollte man immer machen. Das Rotom in diesem Rotomina scheint den Kartomaten zu lieben. Was haben wir hier noch? Ach ja, genau, das war der Kram. Genau. Gut, da würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Part von Pokémon Schwert diese Stadt hier mal etwas genauer anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und, wer ist denn Max und warum habe ich gerade eine Karte von Max bekommen? Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung oder was auch immer das da unten links sein soll. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Schwert.